Münsterland ist ein Stück weit Borstenvieh und Schweinespeck, sagt man hier in der Region. Und hier fühlen wir uns zu Hause. Die Münsterländer sind sehr, sehr bodenständig vom Charakter her. Und das zeigt sich tatsächlich auch in unseren Bierspezialitäten, die wir am Markt anbieten, die eben natürlich auch sehr starken regionalen Charakter haben, nicht nur in der Region verkauft werden, sondern oftmals eben auch einen regionalen Bezug haben, sei es durch die Namensgebung, sei es aber auch durch die Rohstoffe, die da drin stecken. Und das wollen wir nach außen hin natürlich auch zeigen, ja, dass wir für die Region stehen, dass wir uns damit identifizieren, dass das hier unser Zuhause ist. Aber dieses Thema wollen wir natürlich nur einerseits so ein bisschen in den Fokus rücken und haben tatsächlich aus der Tradition heraus Bierstile, verbinden das aber eben auch mit innovativen neuen Bierstilen hier bei uns im Hause. Pott steht für Biervielfalt und Biergenuss und das alles in einer gläsernen Erlebnisbrauerei, wo wir Besuchergästen die Faszination des Brauhandwerks näher bringen können, einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen können. Das ist unsere Philosophie und unsere Leidenschaft und das, was uns antreibt. Unsere Brauerei gibt es seit 1769, also seit über 250 Jahren, wo mein Urvorfahre, der Franz Arnold Feldmann, die Brauerei hier von einem Jesuitenkloster, was hier in Oelde beheimatet war, übernommen hat. Im Laufe der Jahre hat sich die Brauerei dann auch stark gewandelt. Die Brauerei firmierte damals auch noch unter dem Namen Oelder Brauerei Pott Feldmann. Und mein Vater hat dann letztendlich erst die Brauerei umbenannt in die Potts Brauerei. Und ist dann auch an den neuen Standort hier umgezogen. Und so ist vieles im Wandel gewesen über die vielen Generationen. Und ich führe die Brauerei jetzt in 7. Generation weiter, was natürlich eine tolle Sache ist, so einen alten Familienbetrieb in der Familie zu halten, weiterzuführen, weiterzuentwickeln für die Zukunft. Und das macht sehr, sehr viel Freude. Die Idee der gläsernen Brauerei ist in den 80er Jahren schon entstanden, wo mein Vater in den USA war und die Craft-Beer-Szene ein bisschen begutachtet hat, die gerade so in ihren Anfängen war. Und da war er unter anderem bei der Brauerei Sierra Nevada in Chico in Kalifornien, die eben gerade diese neue Brauerei eröffnet hat, als gläserne Braustätte. Und diese Idee war die ganze Zeit im Hinterkopf. Und wir waren gerade in den ersten Planungen, auch eine neue Brauerei zu bauen, aus der Innenstadt herauszugehen, wo es eben sehr, sehr beengt auch zuging, an einen neuen Standort. Und mein Vater hat eben damals schon gesagt, dass wenn wir mal neu bauen, dann genauso die Besucher so ein bisschen begeistern für das Brauhandwerk, einen Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen, diese Faszination einfach zu teilen mit den Leuten. Und das haben wir hier in verschiedenen Abteilungen im Grunde genommen verschiedenartig in Szene gesetzt. Wir sitzen jetzt hier gerade im Sudhaus, wo man die Sudgefäße sieht, die abends wunderbar beleuchtet sind. Zur Straße hin natürlich das Aushängeschild der Brauerei sind, aber auch die Tanks kann man sehen. Und in alle Bereiche der Brauerei bekommt man transparenten Einblick und kann eben so zuschauen, wie das Bier wirklich von Brauprozess bis fertig in die Flasche oder ins Fass entsteht. Wir haben im Zuge unseres Baus hier, unserer Erlebnisbrauerei, natürlich auch überlegt, welche Komponenten sind interessant für das ganze Thema, um ja, diese Faszination des Brauwesens in Gänze darzustellen. Da sind eben ganz viele verschiedene Bereiche entstanden. Einerseits eben die reine Produktion und Abfüllung, aber auch andere Bereiche mit unserer Schatzkammer, wo wir holzfassgereifte Spezialitäten machen, aber auch unser Biermuseum, wo wir eben die Geschichte insbesondere der Region transparent machen können. Biergenuss und Biererlebnis ist so unser Credo, für das wir stehen. Und das wollen wir hier auch überall zeigen, in allen Abteilungen, mit den Brauereibesichtigungen, die wir hier anbieten, mit Bierkulinarien, die wir hier im Angebot haben. Wir haben hier mitten im Sudhaus noch unseren Biersalon geschaffen, wo wir eine Biersalon-Genießertour anbieten, wo man sich eben tatsächlich dann auch diese Biervielfalt erklären lassen kann von unseren Biersommeliers. Und das ist uns besonders wichtig, denn tatsächlich gibt es auch viele Leute, die, ich sag mal, die klassischen Bierstile zwar schon kennen, aber diese große Vielfalt, die tatsächlich dahinter steckt, noch nicht so kennengelernt haben. Und das wollen wir einfach ein Stück weit hier auch für uns nutzen. Diese gläserne Erlebnisbrauerei, die wir hier geschaffen haben, für sich selbst sprechen zu lassen, aber andererseits natürlich auch selber da einiges mitzugeben bei aktiven Verkostungen, bei Erklärungen zu Bierstilen, bei Food Pairings zu den Bieren. Und das macht uns eben besonders viel Spaß und dafür stehen wir im Grunde genommen alle. Nicht nur meine Person, sondern eben auch alle unsere Mitarbeiter, die diese Begeisterung auch in sich tragen und einfach das nach außen tragen.
tragen möchten oder zeigen möchten, für was wir hier stehen. Wir haben uns für Kaspar Schulz als Partner entschieden, weil wir im Zuge unseres Projektes sehr, sehr viele spezielle Anforderungen hatten. Kaspar Schulz ist wie wir ein Familienunternehmen, was natürlich auch viel, ich sag mal, im Gasthaus- und Mittelstandsbraubetrieb unterwegs ist. Und ich glaube, da waren für uns die besten Voraussetzungen vom ersten Gespräch an, das wir hatten, um da tatsächlich all die Dinge, die wir gerne haben wollten, auch in die Tat umzusetzen. Denn uns war eben wichtig, nicht ein Standard-Sudwerk oder eine Standardtechnik hier zu installieren, sondern hatten ganz viele spezielle Wünsche, wo wir eben alle Möglichkeiten haben wollten, diese Bandbreite, die es von den Rohstoffen her gibt, natürlich auch am Ende dann in möglichst viele kreative Biere umzusetzen. Und so haben wir uns dann eben für Kaspar Schulz entschieden, die dieses Thema für uns am besten lösen konnten und wo wir diese verschiedenen Ideen, die wir hatten, tatsächlich sehr, sehr gut in die Tat auch umgesetzt bekommen haben.